Schütte mir ein Kübel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch drei verhören. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute ist ein schöner Tag. Ich habe heute mein neues Mikrofon bekommen, wie ihr unschwer hören könnt. Sie behandeln sie wie Tiere. Und ich freue mich echt total, das jetzt benutzen zu können. Und ich würde mal so sagen, für mein erstes Mikrofon ist das schon ziemlich gut. Ich muss zwar einige Sachen jetzt bearbeiten, nach dem Aufnehmen. Oh. Ich nehme an, das war es, was er wollte. Oh. Ja, so schnell habe ich jetzt. Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Fink braucht keinen großen Grund. Nein. Anscheinend nicht. Tja, da habe ich wohl nicht aufgepasst. Da haben wir gleich den alten Opa noch mit abgeknallt. Versperrt. Mal schauen. Ja, mal schauen. Öffnen wir das doch mal. Was haben wir denn hier? Erledigt. Oh. Ich glaube, wir sollten in die Nummer 9 rein, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Was haben wir denn hier? Spröde Hosen, Nahkampf. Okay, Ausrüstung nehmen. Ausrüstung anlegen. Wie kann ich allgemein etwas anlegen? Wo geht das hier? Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz was gucken. Und zwar geht es mir hier echt um darum, Kraftmenü. Das wird wahrscheinlich nicht das sein, was wir suchen. Navigation, primär und naja, gut, dann vielleicht finden wir es irgendwann nochmal raus. Ja, hier können wir das verändern. Bitte woanders hinziehen. Ja, ja, ganz ruhig. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Oh, das wird nicht lange dauern. Hier ist es, oder? Ja, Nummer 9. Fertig. Gerät, Sie sind ein Löwe. Aber man kann mir nicht vorwerfen, wenn ich meine Interessen wahre, oder? Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung. Doch Sie werden merken, dass sich Ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, DeWitt. Nicht mit Hyänen. Ach, sie ist doch keine Hyäne. Naja, gut. Was ich noch sagen wollte, und zwar, warum ich mir überhaupt dieses Mikrofon geholt habe. Ich habe es ja schon des Öfteren angepriesen oder beziehungsweise angekündigt. Und gestern war mein B-Day, also mein Birthday. Und ja, da dachte ich mal, für diesen schönen Tag können wir uns doch mal ein neues Mikrofon holen. Ich habe mich schon des Öfteren über Mikrofon informiert, aber meistens kommen da immer sehr verschiedene Meinungen raus. Und ich habe mir dieses von jemandem empfehlen lassen und ich muss sagen, es, wie gesagt, es ist sehr, sehr gut. Jedes Mikrofon hat ein leichtes Rauschen, das leider auch. Verdammt. Aber das. Aber das lässt sich dann alles. Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Rauseditieren. Tod ist tot, Elisabeth. Tod ist tot. Was? Jetzt ist Schluss. Und ich sehe Zahlen. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr von? Was sieht man hier? Aus diesem Winkel. Tod. Hört zu. Und so? Am Leben. Booker. Chen Lin. Oh, hier ist ein Riss. Die Leiche ist weg. Sie war niemals. Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tod. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber wie? Okay. Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Lol. Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Ja. Natürlich wollen wir das. Öffne ihn. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Booker. Und Farbe. Ein anderes Columbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein.
Wo haben wir denn bitte schön unsere Shotgun gerade hingelegt? Hallo? Oh nein. Ich wollte sie doch nur mal auswechseln, um die neuen schönen Farben hier zu sehen, aber der hat mir dann echt die Shotgun mal weggezaubert. Schade. Na gut, dann gucken wir einfach mal zum nächsten. Wenn uns die nächste Shotgun begegnet, dann nehmen wir die dann einfach mit. Und ja. Jo, was haben wir denn hier? Okay. Okay. Oh, was ist das denn? Oh, sind das die... Ah. Wenn die auf Klo müssen, dann schieben die das alles zusammen, oder wie? Das ist ja mal echt eklig. Da waren wir schon. Moment mal, wenn wir in der Vergangenheit zurückgereist sind... Oder... Ach, ich verstehe das nicht ganz, aber irgendwie liegt die Leiche immer noch da. Und er liegt auch noch hier. Hm. Okay, das ist immer noch derselbe Film. Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Ah. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Ach so, wir sind in einer Parallelwelt. Ich habe sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Doch, auch in dieser Welt. Booker, sieh mal, sie... haben alle Nasenbluten. Wow, du hast andere Haarfarbe, was? Hä? Oder doch nicht? Was hatten die alle? Hat sie sich nicht gerade braun? Erinnert woran? Tut so sein. Was ist das denn bitte? Was war das? Ja, naja gut. Das hat mich jetzt mal ein bisschen überrascht. Ich finde schon was. Ja, ich dränge dich doch gar nicht. Bleib doch mal ganz ruhig. Wir schaffen das. Unser Gegner dafür. In der anderen Welt war er es, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Oh ja, ich auch. Hm. Aber dasselbe Zeug noch im Automaten, okay. Oh. Was haben wir denn hier? Ich fühle mich schon besser. Ah, na endlich, eine Schrotflinte. Die haben wir doch gesucht. Yeah. Jump over the edge, grab it. Jump. Oder so. In der Drehe. So. Mehr Geld. Oh. Die ist ja heute richtig spendabel zu mir. Das ist ja mal richtig cool. Zirp, zirp, zirp. Ach, was ich euch noch verraten kann. Nachdem ich hier etwas gekauft habe, oder vielleicht auch nicht. Schade, es gibt nichts für die Shotgun. Und zwar... Wer, wenn nicht Sie, soll es schützen? Hört doch mal auf zu reden, ich möchte auch gern mal reden. Dafür bin ich doch hier. So. Und zwar... geht es darum, dass ich jemanden über YouTube angeschrieben habe für ein Partnerprojekt, weil ich einfach mal Lust dazu hatte und ich einfach mal jemanden brauchte, mit dem ich auch was spielen kann, beziehungsweise ich wollte jetzt nicht immer alleine spielen und deshalb habe ich mir auch jemanden gesucht, der aktiv Videos macht und den habe ich über www.letsplayforum.de gefunden. Ich bin nicht taub. Ich höre, was die Leute sagen. Oh nein. Er weiß von meinem Projekt Bescheid. Nicht das Pferd abschießen. Ja, wo denn?
Oh, das war ein perfekter Treffer. Oh, wir sind hier gerade ziemlich cool. Jump Shot. Ob der getroffen hat? Was mich an dem Spiel ein bisschen stört, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie kommt es mir vor, immer wenn ich etwas sagen möchte, dann ist entweder viel zu viel Action oder es labert einfach mal irgendjemand dazwischen. Ich meine, erstens ist es ja nicht so toll für euch, weil ihr wollt ja auch etwas von der Story mitbekommen. Und andererseits würde ich euch auch gern etwas erzählen, um euch das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Aber naja, okay. Für den Moment könnt ihr jetzt erstmal meine coolen MLG-Skills hier bewundern. Ich glaube, ich werde des Öfteren vielleicht oder einmal, mal schauen, ein Gameplay hochladen, wie ich mal ein bisschen Ego-Shooter spiele. Da könnt ihr mal sehen, wie ich absacke, beziehungsweise ob ich... Vielleicht bin ich gut in dem Moment. Wir werden ja sehen. Und dann, ja. Ich würde auch gerne mal über ein richtiges Thema während des Spiels reden, aber irgendwie... Immer wenn ich damit anfangen möchte, wie gesagt, und wie ihr auch gerade bemerkt habt, irgendwas kommt immer dazwischen und man kann wirklich nicht... vollständig das Thema beenden, was mich auch ein bisschen stört, und deswegen fände ich es auch gut, wenn er jetzt endlich mal sein Maul halten würde. Mann, der Typ fängt an, mich zu nerven. Ja, jetzt komm einfach her, ich erschieß dich. Dann schreist du nicht mehr so rum, du Führer. Gut. Das Spiel macht uns langsam aggressiv. Oder mich? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die Framerate ist bei euch nicht abgestürzt. Ich weiß gar nicht. Ich habe hier immer zwei Zahlen. Eine ist relativ hoch und die andere, die liegt so bei 30 meistens, was eigentlich meine FPS Max ist zum Aufnehmen. Weil mehr kann man ja eigentlich auch nicht auf YouTube hochladen, weil YouTube, sag ich mal, unterstützt ja nur 30 Bilder pro Sekunde, und die habe ich hier eingestellt, und manchmal steht dort eine Zahl 15 und links daneben steht dann 50, 46 ungefähr, so. Nicht gerade hoch, ich habe jetzt auch keinen Gaming-PC, das könnt ihr jetzt nicht erwarten. Aber halt schon hoch für einen Laptop, finde ich. Und die FPS geht. Sie ist schön. Ja. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, genau. Hier sind wir gekommen. Und dann weiß ich nicht, wo wir lang müssen. Na gut. Ich mache hier mal einen Cut. Ich gucke mich ein bisschen um und werde mal schauen, wo wir eigentlich lang müssen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann... abonniert mich doch oder liked einfach nur das Video, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Reingehauen.